Oh shit. Oh shit, Alter. Das waren einfach die Cops. Holy shit. Bro. Oh mein Gott. Here is also my first time. Okay, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video aus Miami. Ihr seht, es hat ein bisschen gewüstet die letzten Tage. Also hier sind überall umgefallene Bäume, also es war wirklich krank. Ein bisschen so auf Hurricane angelehnt. Heute ganz, ganz besonderer Tag, weil wir machen ein Hood Ride-Out. Ich bin so hyped und es kommt noch viel geiler, Jungs. Ich habe gestern eine Instagram-Story gemacht, ob jemand in der Nähe vielleicht ein Dirtbike für mich hat. Und dann hat mir einfach ein Dirtbike-Händler oder so geschrieben. Und der meinte, komm vorbei, ich habe eine Supermoto für dich. Oh mein Gott, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie hyped ich bin. Da fahren wir jetzt hin. Weiß nicht, ob ich dieser Halterung hier vertrauen kann. Hoffen wir es mal. Ja. Der Tag fängt so gut an, da freue ich mich immer. Übrigens, danke nochmal für diesen kranken Support bei Above Usual. Also, die Zipper sind alle ausverkauft, obwohl es nur Vorbestellungen waren. Crazy, was da abging. Ich finde das auch immer so geil, dass die in Amerika für Motorräder so eine Lane haben hier. Ihr seht das. Also das, was eigentlich für Fahrräder ist, weiß, glaube ich, niemand, weil es gibt hier in Amerika gar keine Fahrräder. Okay, das hier ist wohl der Laden. Nice, nice. Ach, wollte er jetzt hier stehen? Was macht er denn hier? Ja? Wow. Hi. 900, huh? Yeah. Maybe you can help me out. Huh? I was writing with him. Do you know who he is? Right. Here is also my first time. I come with. Ah, I understand. Okay, I thought you were working here. But hello. I'm yes. Not working here. I'm just coming with a friend to fix something. Cooler Laden hier, hat irgendwie Style so. Also sie sieht schon ein bisschen used aus, aber kein Problem. Sieht irgendwie auch geil aus. Es hat sogar ein Kennzeichen. My bad, it's Friday. It's busy. No problem, business first, man. Yeah, nice bro. To meet you. Yeah, I'm Felipe, bro. Felipe? Yeah, what are you doing? I'm Maurice. Bro, I'm trying to get a brake lever for it. Psycho Gear might have it, which is up the road if you want to go. Also er meinte gerade, wir dürfen wirklich mit der CR450 fahren. Das einzige Problem ist, dass gerade der Bremshebel ein bisschen kaputt ist. Er meinte gerade, wir können auch dieses Minibike hier fahren. Da muss man wirklich abhauen und so. Und in einem fremden Land, in Amerika, will ich es mir eigentlich nicht verscherzen. Ich habe nämlich letztens ein Video gesehen von jemandem, der wurde gecatcht von den Cops. Die können auch, manchmal wird es dann doch schon ein bisschen wilder. Okay, Jungs, wir haben jetzt hier diesen Bremshebel. Wir fahren jetzt zu Cycle Gear. Und er sagte mir, dass sie dort auf jeden Fall einen Ersatzbremshebel haben sollten. Junge, wäre das geil, Alter. Do you have these clutch levers by any chance? Oh, no, it's a brake lever. Honda CRF 450. Maybe other bikes fit as well. Das gibt es nicht. Wir haben jetzt wirklich hier einen Hebel bekommen. Das heißt, wir können die Honda fixen. Oh mein Gott. Okay, er meint, er hat jetzt gerade schon hier einen Hebel gefunden, aber umso besser. Dann hat er jetzt noch einen Ersatz. Wow, first kick. Junge, das gibt's nicht. Wir fahren hier wirklich auf einer fucking Supermoto. Oh mein Gott, ist das geil. Woohoo! Oh mein Gott, ist das geil. It's perfect. Jungs, das gibt's nicht. Wir haben jetzt hier wirklich die Honda CRF. Also das ist wirklich das Allergeilste. Mission einfach maximal erfolgreich. Also ich schau gerade, wo wir die Insta 360 One RS noch dran machen können. Man denkt jetzt, die nimmt total falsch auf, aber es ist eine 360-Kamera, deshalb. Kein Problem. Geil, Mann, jetzt wieder ankicken. Das fühlt sich irgendwie anders, vor allem, weil es hier keinen E-Starter gibt. Na scheiße, Alter. Ich mach ein bisschen Gas. Jetzt endlich. Junge, ich bin schon am Schwitzen hier. Oh mein Gott. Wir fahren wirklich mit einer fucking Supermoto in fucking Amerika. Ich meine, wir sind vorher schon eine gefahren, aber mit diesem ganzen Hebel organisieren und so. Junge, auch wie korrekt er ist. Er hat mich vorher noch nie gesehen. Vielleicht denkt er sich jetzt auch einfach, na gut, dann nehme ich jetzt eine Cover, aber... Und der blaue Himmel ist da. Ich schreie dann einmal ganz laut, oder? Also heute kann eigentlich nicht noch besser werden, Mann. Aber bevor wir jetzt den ersten Wheelie pullen, halte ich einmal kurz hier rechts an. Das Bike lassen wir laufen, sonst springst du gleich wieder nicht an. So, dann machen wir die Insta nochmal woanders fest. Ein Bike macht so viel aus. Ich verstehe gar nicht, warum David diese Gurkentriumph immer fährt. Sie lässt sich so geil fahren. Oh mein Gott, Alter. Okay, Jungs. Swift und ich, wir treffen uns jetzt hier mit Marley. Und jetzt gibt es hier gleich einen OG-Rideout. Nicht, dass wir gleich erschossen werden, weil wir auf einem fremden Grundstück stehen. Fuck!
Okay, Leute, neuer Tag, neues Glück. Swifty ist leider nicht dabei, der hat ein bisschen Schmerzen am Handgelenk. Echt scheiße gelaufen, aber jetzt geht es endlich aufs Rideout. Wir haben ja noch ein paar andere Bikes, David ist übrigens jetzt auch am Start. Die Mini Sumo ist am Start, hier ein Banshee, dann noch eine YZ. Ah, nice. Bro. It's running hard, right? Now I'm riding with no backs. Oh, fuck. I got fronts. But, you know, you gotta hug the clutch. Uh-huh. If you let that shit pop, it's going back. But I come down in Miami to ride my bike, and my birthday was yesterday, so I'm just trying to, you know, I got kids, I got a girl. If I have this in Orlando, my girl is never gonna see me. Oh, really? It's not even saying that she's bad, but you a couple like, oh, you leave this sport in the sink, da da da. Junge, 90 PS in diesem Banshee, also die Dinger gehen gestört ab. Okay, Jungs, wir haben die Insta360 X3 jetzt mal hier hinten ran gemacht. Und die Leute glauben mir immer nicht, dass es hält, aber das wird halten, ich sag's euch. Okay, wir werden wahrscheinlich nicht lange reden können, weil mein Sehner sehr leer ist. Boah, er qualmt ja alles voll. Oh mein Gott, ich bin so gehypt. Ich sag dir, das wird dir komplett die Sackhaare wegpusten, was wir heute erleben. Ja, Mann. Also der Miami Rider, das ist das Asozialste, was es gibt. Junge, du siehst wieder aus wie der Zivi-Cop. Oh shit, du hast was verloren. Echt jetzt? Was denn? Weißt du, dein Blinker oder dein Spiegel? Dein Spiegel! Oh, mein Spiegel! Fuck the mirror! We are not in Germany! Ich hab abgewürgt, Digga. Kommst du? Ja, ich muss nur der Rauchwolke hinterherfahren, dann bin ich wieder bei euch. Junge, diese Mini-Supermoto ist einfach geil. Digga, er telefoniert gerade. Ja. Also halt mal fest, Motorrad ohne Zulassung und dann noch Handy am Steuer. Also ist auch viel entspannter. Boah, da war ein Leguan-Toter. Echt jetzt? Ja, Mann. Bist du da drüber gefahren? Ja, so halb. Ja, die anderen sind weg, Bro. Oh, shit. Wo sind die? Die Kette ist anscheinend gerissen. Oh, shit. Junge, hat er aber noch Glück gehabt. Shit. Fuck, Alter, seine Kette ist ja einfach gerissen. Oh, mein Gott. Ah, damn. Der hat die Achse nicht festgeschraubt. Junge, hat er Glück gehabt. Alter, Digga. Junge, der hat's einfach nicht festgeschraubt. Die ganze Achse ist rausgekommen. Halt doch dein Maul. Junge, ist lebensgefährlich. No joke. Stell dir mal vor, das Rad wäre rausgeflogen. Ja, no joke. Ja, fängt gut an, würde ich sagen. Erstmal mit loser Achsmutter losbrettern. Very lucky. Very, very lucky. Mhm. Man, when I looked at it, I was like, I heard pop. I looked down, I looked at the chain. As soon as I seen the chain pop, I'm like, I'm not even gonna let it ride. I just stopped. Alright. Hope to see you again, man. It was nice meeting y'all, man. Also der Bruder kriegt gleich Hilfe von einem Kollegen. Junge, das ist hier aber auch alles geisteskrank. Und wir fahren jetzt weiter zum Rideout. Jetzt versteckt er sich wie bei GTA in dieser Ecke, Alter. Ja, er ist einfach hier in diesem Kasten drin. Wenn du da drin stehst, dann werden die Sterne weniger. Ja, ja. Er ist kommt. Guck, hier ist er! Boah, Junge, der Kopf war weg. Der liebe Hartler. Auf der einen Seite kommt uns jetzt entgegen ein Streifenwagen. Ein anderer Streifenwagen da in der Mitte. Digga, was macht er? Ist noch rot. Gab's noch Unfall? Siehst du das? Holy shit, da ist er. Heilige Mutter Gottes. Boah, den hat's richtig weggeschöppert, Alter. Einen richtig kranken Unfall, Alter. Holy shit, ey. Nicht gut, Mann, nicht gut, Mann. Wir sind jetzt richtig drin hier in Miami, oder? Wir sind jetzt richtig drin, ja. Mitten in der City, Digga. Und die Jungs einfach gar nicht. Die eskalieren hier. Also wirklich, wir treffen uns gleich mit den Jungs richtig im Ghetto. Das ist eine Gegend, da willst du nicht alleine nachts sein, Bruder. Wirklich, ey? Ja, meine ich echt ernst. Ab jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Das sind wir wirklich richtig in der City von Miami, ihr seht das. Und ich habe mich noch gefragt, als ob wir hier durchfahren werden. Weil hier ist, ihr werdet das gleich sehen, hier ist überall Polizei. Aber ihnen juckt hier scheinbar überhaupt nichts. Alter, ist das ein Vibe hier, diese Corvette mit den Palmen, oh mein Gott. 30 Grad, das gibt's nicht. Okay, also wir fahren jetzt hier irgendwie zu so einem Meetup-Point. Und jeden Sonntag, um eine bestimmte Uhrzeit, treffen sich Dirtbikes auf so einem Spot in Miami. Wirklich jeden Sonntag seit Jahren. Das ist crazy, dieser Vibe. Oh shit. Oh shit, Alter. Das waren einfach die Cops. Alter, ich habe nicht gerade wirklich einen Wheelie vor den Cops gemacht, oder? Also hat so ein bisschen Ghetto-Vibes hier, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir kommen jetzt immer näher zum Treffpunkt. Junge, einfach am Vierer-Pack hier. Fühle ich gerade anders, Alter. Ich bin ehrlich, so ein bisschen Spannung baut sich gerade auf. Junge, wurden hier Drifts gezogen. Oh mein Gott. Ich sehe doch schon die ganzen Leute da. Jetzt sind wir mittendrin, Alter. What's up, man? So, wir dürfen jetzt hier wirklich mal mit der Kleinen fahren. Sorry, man.
Junge, what the fuck? Wollen wir sie mal ohne Helm fahren? Weiß ich jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also, jetzt geht der Rideout hier los. Das sind Sachen, die sieht man nur im Internet. Das gibt's nicht. Welcome Bike Life, Alter. Er trägt immerhin einen Helm. Also, Jungs, nehmt euch kein Vorbild da dran. Wenn ihr dumme Dinge tut, dann tragt wenigstens Schutzkleidung. Oh shit, da sind Cops. Das ist einfach Polizei lang gefahren. Sie machen nichts. Die Jungs machen gerade Wheelie-Style, habt ihr das gesehen? Nice to meet you. Why is the police not messing with you? They used to it. Really? They were just crossing and they didn't care. Ich glaube, es sind jetzt noch mehr Leute gekommen. Ja, also jetzt geht's wohl erst richtig los. Junge, guckt euch das an. Okay, ich glaube, es geht los. Geht's jetzt wirklich los, oder? Hey, sie sperren jetzt hier einfach die Straße. Okay, es fühlt sich irgendwie so illegal an. Alter, ich will nicht wissen, wie viele von denen hier einfach eine Knarre dabei haben. Komm, wir machen jetzt hier mal eine 360-Aufnahme. Junge, schaut euch das an auch, Alter, wie viele Kurz hier so sind. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht da oben gegenkomme. So, Jungs, eine Sache kann ich euch noch sagen. Und zwar bis zum 3. Dezember gibt es den Black Friday Sale bei Insta360. Das heißt, wenn ihr schon immer mal eine Cam haben wolltet, dann solltet ihr den Rabatt jetzt nutzen, weil es Geschenke dazu gibt. Zum Beispiel Selfie-Sticks. Oha, der Rentner haut einen Wheelie raus. Das gibt's ja nicht. Komm mal her, Rentner. Das ist er wirklich, der einzig wahre David Bust. Deshalb checkt den Link in der Beschreibung auf jeden Fall mal aus. Sollen wir David mal den Selfie-Stick geben? Okay, David, sollen wir dir mal den Selfie-Stick geben? Hier, jetzt zeige ich euch mal die Tracking-Funktion von Insta360. Egal, wo wir hinfahren, mit der Insta360 Studio-App könnt ihr das Tracking-Feature benutzen. Und damit sind wir wirklich immer im Bild. Egal, ob wir hinter der Kamera sind. Alter, Mann, wir haben es einfach geschafft. Miami Rideout. Dieser Two-Stroke soll heißen, aber was haut er denn jetzt hier raus? Holy shit, oh oh. Nee, sie juckt es wahrscheinlich wieder nicht. Oh, Polizei. Fährt aber wieder einfach weiter. Das gibt's nicht. Die Polizei, also, das habe ich noch nie erlebt. Schaut euch das an, wie viele wir sind. Überall. Holy shit. Jetzt geht's hier ab. Sie hat safe welche bekommen. Und das ist halt der Struggle für die Jungs, die hier keine Zulassung haben, die dann aber so ein Bike haben wie ich und es ankicken müssen. Naja, sie haben niemanden bekommen. Das gibt's nicht. Das ist das erste Mal, dass sie jetzt wirklich was machen wollen. Junge, schaut euch das an. Das ist so... Ich komm nicht drauf klar. Es juckt die hier nicht. Die machen einfach weiter. What are they doing? They're bored. They didn't get anyone, right? They're bored. Oh, sie haben einfach nur geparkt mit Blaulicht. Okay. Das machen die... jeden Sonntag!